Grundsätzlich ist die Strukturidee dahinter, dass wir Medien als Protagonisten inszenieren. Da haben wir uns verschiedene Szenen ausgedacht, in denen wir bestimmte Medien in den Mittelpunkt stellen, wie zum Beispiel von Input-basierten Erfahrungen wie Tagebuch schreiben, lesen, Musik hören. Da gibt es dann zum Beispiel ganz konkret eine Schallplatten-Performance, in dem Geräusche von der Schallplatte performativ entdeckt werden. Dann gibt es eben Einblicke in Prozesse, ein wichtiger Aspekt. Den Prozess, wie man einen Song schreibt und nicht nur den Song an sich. Wir haben so zwei Arten von Stücken eigentlich. Eher erzählende und eher handlungsbasierte kann man fast so zurückführen auf Rezitativ und Arie in der Oper, aber wir sehen es alles ein bisschen anders. Und in den Stücken, die mit Intermorphosis betitelt sind, geht es immer um eine Medieninteraktion. Da tut er mit einer Schallplatte interagieren oder was drucken. Oder irgendwas komponieren, während in den anderen Stücken, die Zwischenwesen heißen, eher so eine Geschichte drumherum erzählt wird und die sind eher ein bisschen introspektiv, werden von der Sopranistin vorgetragen.